Und flüpp. Und ist gleich da. Batsch. Ja, doch, ich höre es auch. Ja. Das geht dann wieder weg. Das geht dann wieder weg. Ja, und wir stellen auf Deutsch. Es wird eh alles in Englisch. Egal. Ist doch egal. Dieser dumme Affe. Oh. Aber es ist so schön, das wieder zu sehen. Ach, Mann. In die Option. So. Oh. Wir haben kein Deutsch. Wir haben Englisch oder Französisch. Das ist meine Cartridge. Stimmt, es war eine englisch-französische Cartridge. Daran lag das. Ja. Es gibt kein Deutsch. Oh, wie nehmen wir? Jetzt lass mal, warte mal, davor sind wir gut mit Tip-Top gefahren. Der, glaube ich, mit einer der schlechtesten ist. Oder Tip-Top hat ein super Kurvenverhalten, aber speedmäßig ist er, den kannst du ja wegwerfen. Lass mal Badger nehmen. Nee, der heißt gar nicht. Wie heißt der? Heißt der Badger? Ich würde den Dachs nehmen. Ich bin auch Hufflepuff. Ich weiß, die Musik ist wieder zu laut. Kroko hat die höchste Geschwindigkeit momentan. Du meinst, bis ein Patch kommt, ne? Der ist gerade ziemlich OP, aber das wollen die ja nachpatchen. In 2 Wochen. Ich bin Hufflepuffianer. Ich brauche meinen kleinen Dachsi. Bumper, genau. Ein nimmt Bumper. Als wenn das gar nicht will. Diddy Kong Racing würde mich überhaupt nicht ansprechen. Was? Hätte ich das damals nicht gespielt. Ach so. Nein, sicher? Ach, Quatsch. Du redest. Guck mal. Brummel, brummel, brummel. So, lass uns wieder zurück in die Eiswelt. Ich glaube, da müssen wir hinfliegen, nicht wahr? Jep. Dann erstmal hier ruf. Merk, merk. Hello, friend. Nimm doch mal die Maus. Nee. Nee. Dieser Bauchnabel-Popo fand, er ist so süß. Wie kann ein Elefant so einen niedlichen kleinen Bauchnabel haben? Guck mal da, der ist ja so niedlich. Schön. Abracadabra. Oh Mann, damals konntest du sowas noch machen, ne? Ist es eigentlich schlimm, mittlerweile über sowas zu lachen und zu kichern, weil es süß klingt? Oder können sich da auch schon Leute angegriffen fühlen? Aber es klingt so niedlich. Oh. Brom, brom. Na, sein Kurvenverhalten ist erstmal okay, ne? Ja. Da kommen Erinnerungen hoch, ey, das Spiel. Das Spiel ist große Liebe von vorne bis hinten. Genau, wir wollen hier... Okay, ich lerne das Fahren. Das Turnier. Oh. Los geht's. Oder das Trophäenrennen. Wir müssen 3-mal Erster werden und dann haben wir eigentlich... Dann haben wir's. Mehr ist es nicht, ne? Oh, schon mal einen schönen Start hingelegt. Okay, ich will erstmal alle Bananen einsammeln. Alle eine. Sehr gut. Hui, 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 hui. Bibbel, bibbel, bammel, bomb. Okay, okay, okay. Vorne ist noch ein bisschen Banjo, aber den holen wir uns gleich, den alten Knacker. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie schlecht. Das war gar nicht mal so gut. Probieren wir es mit einer Zielsuchrakete gleich. Oh, er steuert sich schon ein bisschen anders. What? Was? Ist das gemein? Und die Zielsuchrakete hat leider kein Target. Och nein. Ach Manu Peter. Okay, das war gut. Jetzt kann man enger nehmen. Nee, die kriegen wir nicht mehr, wa? Mit 2 Bananen auch im Gepäck. Haben wir uns bisher noch nicht so gut angestellt. Ja, 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 nein, doch, doch. Ja, ich möchte deine Locken streicheln. Ach, Mist. Ja. Fuck, fuck. Na, wir können immer noch das Turnier gewinnen. Noch ist alles drin und dran und drauf. Gut, Mist.
Nee, die sind sehr, sehr weit vorne. Drei Plätze vor mir. Wenn die dann allerdings hinten liegen in den nächsten Runden, könnte das okay werden. Oh. Ihm fehlen die Schultertassen? Öh, ich benutze die doch. Ich benutze die doch hin und wieder. Ich benutze die nicht bei jeder Kurve. Weil zu eng will ich ja auch einige Kurven nicht nehmen. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel gleich, da, habe ich das gut verfehlt. Hustel, Pustel. Mist. Mist. Gut, vierter Platz ist 3 Punkte? Ja, 3 Punkte. Okay. Es ist irgendwie noch alles drin. Wenn ich jetzt die letzten drei Matches immer Erster werde, ist eigentlich alles gewonnen. Habe ich gesehen? Psst. Psst. Guck mal, jetzt mit Auto, das geht doch. Hoffe ich. Badger. Ansonsten liegt es natürlich an Badger, wenn wir verlieren sollten. Sehr gut, den wollte ich. Wow! Okay, Badger, dein Speed war ja Hammer gerade. Diese scheiß Eisstrecke. Kacke, kacke. Ich war doch gerade noch ganz vorne. Hey, nein, auch nicht genommen. What? Nein, der nimmt die Kurven einfach auch schlecht, Klopsi. Guck mal. Ich benutze das schon, die Schultertaste. Oh mein Gott, ist der gut. Oh mein Gott. Scheiße. Nein. Ist noch alles drin. Wir sind nur 8er von 8. Fuck. Nehmen wir den Abkürzungs-Superweg mit 2,73. Oh. Ich fahre so, wie Ursula von der Gröben aussieht. Na super. Nein. Ja. Okay, das davor zu aktivieren war, glaube ich, eine sehr, sehr bescheidene Idee. Nee, die Kurven mit dem sind ja gar nicht gut. Oder ich mache es einfach komplett falsch. Vielleicht muss man vorher vom Gas gehen. Warte mal, ich guck mal. Wenn man... Ping! Mal wieder eine Taste gedrückt, die ich nicht drücken kann. Nein, mein Auto ist kaputt. Oh, das ist eine kurvenreiche Strecke. Das hat wirklich mehr Kurven, die Strecke, als Dolly Buster. Was ist hier los? Über. Okay, eine Banane haben wir. Stirb! Hey, bloß nicht die Banane einsammeln, Max. Ach du Scheiße. Ich nehme einen anderen Charakter. Das kann ja nur an dem liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also so schlecht bin ich beim letzten Mal nicht gefahren. Oh. So, Benjo. Du und Icke. Obwohl, wenn Benjo jetzt auf den letzten ist, aber nee, wir sind ja dann beide quasi auf den letzten, weil wir kriegen beide nur einen Punkt. Lass mal gucken, wie die Bewertung am Ende aussieht. Wer wie viele, welche Punkte, wo, wann hat. Ja! Oh, nein, Benjo, nein! Lass mir bitte den 7. Ich nehme auch die Abkürzung, die kriege ich jetzt. Ja. Oh, der Wahnsinn. Okay, wie ist die Punktverteilung? Damit ist Diddy Kong vorne. Oh, tipptopp. Mit Autobremsen. Ach so, mit dem Autobremsen. Ich benutze jetzt hier bei dem Auto die ganze... Nein! Weil ich dachte, das muss man. Okay, na dann kriegen wir es jetzt hin. Jetzt ist ja einfach. Wehe, ich muss Flugzeug fliegen. Gut, danke. Ist noch alles drin. Oh Gott, ist noch alles drin, hat er gesagt. Ist noch alles drin. Oh Gott, nö. Mama mia. Oh Gott, Miracoli. Hey, 2 Bananen, wo habe ich denn die herbekommen? Schade. Ist noch alles da. Wie kann man so an den... Selbst wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das nicht besser hinbekommen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist noch alles. Hey, Ruhe im Kabuff. Mist. Wetter ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich werde von Mal zu Mal schlechter, oder? Kann das sein? Hey, das habe ich noch nie eingesammelt. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, ich, aha. Gut. Ah ja. Guckt weg. Guckt weg, bitte. Oh, hey. Ist noch alles drin. Null Punkte. Können wir noch gewinnen? Oh, ich hab drei. Warum soll ich denn da nochmal fahren, blödes Spiel? Nein. Nein. So, wir gehen nochmal rein. Wir machen das nochmal. Ich bleib aber bei Beeper Badger. Oder? Ja. Doch. Klar. Das macht man einfach gut. Jetzt wissen wir ja, wie es läuft. Man lernt ja. Die Strecken erstmal kennenlernen, nicht wahr? Alles. Und dennoch ist das Spiel leider sehr gut. Auch wenn man verkackt. Sehr gut. Ne, immerhin zwei. Die Bananen liegen aber auch wirklich an den unmöglichsten Stellen. Ah ja. Das war jetzt gar nicht so erfolgreich. Wir brauchen noch ein Raketelchen. Damit ich... Ah. Raketi? Was war jetzt mit Raketi? Raketi wollte nicht mehr. Oh, fiese Möb. Ach scheiße, und dann gegen die Wand fliegen danach. Ich bin auch ein Hund. Was? Gut. Das war eine Abkürzung oder so. Nicht ins Wasser. Banane? Ja. Pomade? Bing. Mach das wieder. Was habe ich gedrückt? Alles auf einmal. Freu nicht. Ich nehme Banane. Was drück ich? What? Ich wusste nicht mal, dass man das kann. Aber gut. Also ich wirklich gut. Sah schön aus. Oh, falsche Taste. Da kommen wir nicht mehr ran an die. Außer. Ich sammle halt auch blöderweise. Also, sehr, sehr klugerweise meinerseits natürlich. Ja. Nicht die Blubblalonsplein. Oh, alter Affenarsch. Naja. Hui, das habe ich gemacht. Oh, drei Punkte, das kenne ich doch. Scheiße. Kriegen wir hin. Hast du eine kleine Vorratskammer? Nee, in dieser Wohnung nicht. In der alten hatten wir eine. Da hatten wir eine Belle Etage. Das war damals das Stockwerk des Besitzers. Des Hauses. Also, wir waren natürlich nicht der Besitzer des Hauses, aber das war das alte Ding damals. Wuschel. Oh, ja. Aha! Oh Gott. Ja. Haha, ungewollt. Ach, die. Okay, nein. Ah, Mist. Uhu! Ja, Mist. So, aber es läuft nicht so schlecht. Wie beim ersten Mal auf der Strecke, weil wir jetzt ja auch minimal zum Glück wissen, wie hier was wo wann ist. Ja, oh, Kacke. Das war nicht so gut. Okay. Guck mal, ist doch noch alles offen auf dem Zoofriedhof. Wurscht. Okay. Ah, ich wollte den nehmen.
Okay. Hey, hey, hey. Und Tiptop ist aber meilenweit vorne, die geile Kröte. Oh, das war Mist. Nein! Die hat dafür den Ballon genommen, den ich wollte. Und jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Lala! Ulaanbaatar, ja! Hahaha! Oh, du geiler Lockenstab! Okay, warte, wir behalten. Ja. Volle Möhre. Ja. Na, brauchen wir nicht. Doch, hab ich bekommen. Gut. Knurz. Ha. War knapp. Oh, ha, hi, haha, Gewitterbusch. Ah. Hey. Lisa, Badger. Oder wie heißt er? Bumper. Bumper. Okay. Aber Tiptop ist, glaube ich, vor mir. Nee, ich bin auf Platz 1. Oh. Jetzt dürfen wir nicht allzu sehr. Schlecht. Na ja, gut. Mal gucken. Ach Gott, was mache ich? Oh nein, oh nein, nein, nein! Nein! Okay. Okay, ich mache mir keinen Druck, indem ich die Strecke ausgeblendet habe. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Aufholjagd des Jahrtausends, bitte. Okay. Das war ein sehr bescheidener Start. Aber es ist hoffentlich noch ein bisschen Rührteig übrig. Oh Gott, Mama Miracoli. Und nach links gedreht. Schade. Kacke. Oh. Nein. Okay. Wenn wir noch einen Platz gut machen könnten. Nein, bitte, Max. Max. Nein. Wenn wir jetzt drei Plätze gut machen könnten. Okay, ich bin irgendwie nicht auf das Schnuffi gekommen. Warum auch immer. Schade. Funk! Du bist doch krank. Nee, Tipsy. Fuck. Fuck, Mann, oh Mist. Scheiße. Das ist aber gut. Mano. 3 Punkte, Conker. Nein, okay, wir müssen das letzte gewinnen. Okay, die Strecke. Ist noch alles drin. Tratz. Ist schön auch, wie es falsch rum dasteht. Ich brauche keine Bananen, gut. Nein, gut. Och, bitte. Och, nö, Mann. Och, nö. Alles verkackt bisher. Keine Banane. Mann, oh. Mutu. Ich leg lieber keine Ölfelder. Ich kenne mich. Ich fahre in meine eigenen Felder gerne rein. Sehr guter Schuss. Eine Banane. Keine Banane. Boah. Okay, Banane. Wie? Wann? Wo? Nein! Komm mit den Knopf. Bin ich kacke? Ist das schön? Das ist so ein richtig großer Haufen. Ganz großer Haufen Mist. Oh nein. Okay, wir haben noch alle Möglichkeiten. Wenn ich das hier hinlege und nicht das Spiel. Okay. Entschuldigung. Peppa. Ah. Hier war keine Banane mehr, Mist. Okay, Didi ist vielleicht 100 Meter weit vorne.
Aber der weiß ja nicht, dass ich jetzt koche. Ho, hom, hom, hom. Das weiß nicht mal ich anscheinend. Nein, wie soll ich denn das bekommen? Die Kurve größer nehmen einfach. 5 Bananen ist jetzt auch nicht so explizit gut. Wenn ich Timber noch überholen würde. Ja, dann weiß ich auch. Ich glaube, ich nehme wieder Tiptop. Ich will wirklich nicht sagen, dass es an der Steuerung liegt. Nein, ich wollte einzwirbeln, den Schuss. Und das wollte ich auch anders nehmen. Unverdient. Ohne Skill. Ohne Talent. Bin der Beste. Was geht denn ab? Schnall, schnups, schniepsen, schnupsi. Oh, gut, Benjo war hinter mir. Weit hinter mir anscheinend. Das ist gut. Ah, so schlecht zu fahren? Hä? Gewonnen, Zockerweibchen. Das ist ja schlecht gefahren. Hm? Das sagst du auch nicht der weltbesten Fußballmannschaft, nur weil sie mal ein Gegentor kassiert hat, dass sie sehr schlecht wäre. Doch, das tun wir vor den Fernsehgeräten, na klar. Aber hey, ha? Huh? Dave, oh Gott, du Stolzer. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Und Entertainment One an Everity. Vielen lieben Dank. Was passiert bei Punktegleichstand? Hast du verloren, glaube ich trotzdem. Sehr gut. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Weise, weise Worte. Echt? Sind das... Sagt man das so? Ja. Das war gut. Also anders gut. Oh, wie Badger zurückfährt. Ist das Bumper, Entschuldigung. Danke, JS Julia. Willkommen im Mopsgeschwader, meine Liebe und Spontanwanderlust seit über 2 Jahren. Danke dir. So, ab zu Welt 3. Mit Bumper... Lass mal einen anderen... Wir nehmen mal einen anderen Charakter. Wir nehmen mal einen anderen Charakter. Würde ich behaupten. Fühle ich mich besser. Nehmen wir mal Captain Crunch. Oder Benjo. Oder Tibber. Lions Crunch. Was ist dein Lieblingsfahrzeug in dem Spiel? Das normale Auto, glaube ich, ja. So, ich bin gespannt, wie gut oder schlecht er sich fährt. Aber er hat ja das höchste Maximum-Speed. Mit ohne Bananen. Wo war Level 3? Sind wir richtig? Sieht das richtig aus? Passiert was, wenn man... Oh... Ja, Joachim, ich mag die Grafik. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Bin mir aber unsicher. Okay. Das heißt doch Diddy Kong Racing, aber ich mag den blöden Affen nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Der Affe ist blöd. Lass mal gucken, wo Stufe 3 ist. Lass erstmal die Karte wieder anmachen. Genau. Lass mal hier langfahren. Navi vergessen? Nee, ich habe Navi wieder angeschmissen. Nur um zu sehen, wo wir lang können. Nee, hier ist die Party. Ah! Ist das... Gehen wir da hin, wa? Der Oktopus ist noch nicht das letzte. Oh, da hinten goldener Luftballon. Gehen wir da hin. Wir sind auch mit dem besten Gefährt dafür unterwegs. Gut, das kann ein bisschen dauern. Wie geht's euch eigentlich? Was... Das dauert immer noch ein bisschen. Was habt ihr so im Leben vor? Erzählt einen Schlag. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich glaube, ihr könnt wirklich eine Fremdsprache lernen gerade. Heilige Kacke. Und? Doch so gut. Oh, Belünchen. Hallöchen, Börbel. Warten, dass du gehst. Wegen AGDQ. Okay, das verstehe ich. Man existiert ja, man lebt vor sich hin. Meine Beziehung nicht aufgeben. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Dass das beide Parteien wollen. Wünsche ich wirklich viel Erfolg. So, Crank. Dann... Oh, ein Schmetterling fast tot gefahren. Oh, wow. Ja, die Steuerung jetzt schon mit ihm ist sehr... Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig mit ihm. Oh, ja. Oh, ich seh's.
oh, oh ja, oh ja, oh Gott, oh ja, ja. Hm. Scheiße. Wie er da sitzt, wie süß. Achso, die, die auf der rechten Seite starten, haben ja nur einen minimalen Vorteil, ne? Achso. Oh. Wartet nicht auf mich, ist alles gut hier. Oh ne, der steuert sich wirklich ganz, ganz... Nein, 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 nein. Oh ne, oh ne. Och nö. Och nö, ist der scheiße. Oh Gott. Wenn eine Strecke nur runter geht, ist der, glaube ich, vor mir... Was? Oi, 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 oi. Aber das zockt auch so nach bei dem. Das hatten wir mit Tippitoppi nicht. Alter. Das fühlt sich wirklich mehr an wie ein alter Mürbeteig. Hüpp. Mhm. Da muss man auch mit einem Boost hoch, dass man das schafft. Oh mein Gott. Okay, einfach ein bisschen besser fahren, dann wird das schon. Wir haben jetzt so die groben Sachen raus. Na, schade. Oder? Doch! Ohoho! Der Schuss der Götter! Hi, Diddy! Oh, scheiße, Diddy. Warte, ich brauche wieder Speed. Wir brauchen Speed, wir brauchen Speed. Joi. Ja gut, ins Trophy Race darf ich mich mit dem Skill nicht wagen, aber gut. Wenn man es erstmal ein bisschen kann, kann man es ein bisschen. Man muss sich daran gewöhnen. This is for you and my Bauchnabel. Wo ist bitte unser Gesicht? Oh Gott. Oh Gott, ich wollte den Genie nicht so berühren, aber vielleicht hatte der Genie bei mir einen Wunsch offen. Was machst du da? Dem Genie einen schönen Abend, anscheinend. Crescent Island. Der Bauchnabel hat einen Elefanten. Ich finde halt so süß, dass der so einen hellen Bauchi hat und dann... Ja. Der sieht schon sehr, sehr süß aus bei ihm. So, mal gucken. Autosteuerung sollte jetzt formidabler von der Hand gehen. Oh Gott, oh Gott. Schönes, doofes Geräusch. Wow. Okay. Ja. Nein, Diddy. Hat der wirklich die Bananen? Okay, hat er auch das. Oh, wir können oben lang. Ich war jetzt so unsicher, wo ich lang will. Ja, wir wollen auch oben lang. Aha, ist es eine Abkürzung? Hm. Ja, die Abkürzung für den 8. Platz war das. Das ist ja gut. Hm, boing. Ist noch alles drin, ist noch alles dran. Wir können noch alles... Ach du Schande. Ach du alte Marmelade, komm. Vielleicht sind hier irgendwo Bananen? Eine halbe. Oh mein Gott. Ich brauche euch nur einmal kurz im Target. Ich krieg die noch. Ich krieg die noch. Yes. Okay. Okay, nee, die Kurven sind mit dem wirklich eine größere Qual. Ah, davor hatten wir halt den super Tip-Top. Die Geschwindigkeit ist krass mit ihm. Hm. Mist. Nehmen wir die Abkürzung. Wird das zu 100% gespielt? Ja. Wir müssen ja nur reinkommen. Also was heißt reinkommen? Wir müssen irgendwann unseren Flow finden. Wir müssen besser werden. Ja. Zweimal auf die Maus gekloppt. Ja, ja. So mag wie das. Vergessen, dass die Kurve so eng war. Hi, Bärchen. Er ist eigentlich sehr gut. Das ist nur, das Kurvenverhalten ist anstrengender, klar, weil er sehr schwer ist, aber er ist eigentlich echt gut. Ich würde es nochmal mit ihm machen. Ich würde es echt nochmal mit ihm machen.
klar, jetzt starten wir hinten. Ist auch verständlich. Ich nehme wieder den Weg. Oh Gott. Ja, ich nehme... Ist er ins Wasser, aber schnell wieder raus. Okay. Der Speed ist halt super geil. Ich will die Bananen. Okay, eine reicht mir. Oh, Mann. Die Kurven! Oh mein Gott! Da bin ich frontal anscheinend gegen gelappt. Ja, das. Beide die. Hey, guck nicht so. Ich bin jetzt immerhin nicht Achter. Ach. Es ist nicht so schwer, ich stelle mich nur leider sehr ungeschickt an, möchte ich sagen. Das war kein guter Schuss. Nein, nein, nein. Okay, es hat nochmal die Maus erwischt. Sehr gut. Ah, ich dachte, sie fährt früher. Nein, das war... Nein, nein, dann entscheide ich auch, Max. Oh, das war jetzt schlecht. Ich habe Nein innerlich gesagt, habe Ja äußerlich gemacht und dann mich gegen alles und mich selber entschieden. Ach, schade. Wie ich noch großmäulig behauptet habe, läuft es aber besser, ne? Nein! Na, okay, ich werd mit ihm nicht warm. Oder? Oh, das ist ja schrecklich. Auf so einer kurvenreichen Strecke wie im Beate-Use-Katalog. Ne. Ne. Ich würde es noch einmal mit ihm probieren, aber ich glaube, ich werde mit ihm nicht warm. Ich glaube. Noch bin ich nicht Achter, ja, noch nicht. Das wird nichts. John, ja, richtig. What? Das war der Magnet, nicht wahr? Das war das. Okay, ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Fehler? Aber ich glaube, das war die Magnetfähigkeit. Sehr gut, Max. Yeah, baby! Na, wie fühlt sich das an, scheiße zu sein? Nein! Falsche Taste, falsche Taste! What? Das war okay. Okay. Och Gott! Schade, ist das schade. Ich krieg auch... Mist. Hehe. Hat der Affe auch bekommen? Okay. Dafür musst du einige Kurven halt so nehmen. Okay. Nee, wir nehmen die große. Ja. Noch erster. Noch. Ich gehe jetzt hier lang. Ich fühle mich nicht so sicher mit dem Wabbelpfad da auf der linken Seite. Da fühle ich mich hier ein bisschen besser. Wir gehen schon mal hier lang. Gut. Gut, 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 gut. Ah! Diese Engigkeit der Kurvigkeit! Ha! Schmalobastisch! Okay, ich habe einfach aktiviert, keine Ahnung. Und einfach geschossen. Ha, ha. Wir schaffen das! Yes, nass, nass, nass! Okay! Okay! Ha. Aber es war auch schrecklich, weil die Strecke war schlubbel, schlubbel. Na gut, okay. Okay. Man lernt, man lernt. Man lernt dazu. Ich muss mich nur wirklich daran gewöhnen, beim Auto die Bremse zu benutzen und nicht dieses... This is for you. Dieses komische Driften oder was man im Flugzeug macht. Daran muss ich mich gewöhnen, weil ich drücke immer noch die falschen Tasten hin und wieder. Dann direkt zur Pirate Lagoon.
Genau, erst Achter, dann Vierter, dann Erster. Oh, scheiße. Okay. Kein guter Start. Oh mein Gott. Es stockt mit ihm so komisch und ich weiß nicht, was das... Ja, das... Was ist das? Das ist sehr strange. Ich probiere mal, wenn ich einen anderen Charakter nehme. Boah. Oder vielleicht liegt es am Emulator. Irgendwas ist da sehr, sehr merkwürdig. Irgendwas ist wirklich... Der flippt so hin und her und ich weiß nicht, was es ist. Also ich bin's nicht, auch wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Hm. Super schwer, da irgendwas zu treffen und... Oh Gott, oh Gott. Ja, sieht aus wie Kameramovement, aber ich habe halt nur meine Tastatur an. Es kann nicht irgendwas anderes sein. Oh. Hm. Ja. Wir probieren einen anderen Charakter mal. Vielleicht hilft das. Tschüss, Didi. Oh, den habe ich angestoßen. Yes, ne. Gut. Das will ich. Yep. Schaffen wir trotzdem, ja. Aber wir probieren... Oh, na okay. Wir probieren dieselbe Strecke dann gleich nochmal. Nur... Nein! Ich dachte, das wäre schon richtig. Oh, bitte jetzt nicht. Oh, hi. Gut. Oh. Ich glaube, es ist ein Hover normal gewesen. So, nein. Also, als wir vorgestern mit Tiptop im Hoverboard gefahren sind, sah es wunderbar aus. This is for you. Ich liebe dich. Er ist der Beste. Dankeschön, Alten Porsche. So, warte ganz kurz. Wir gehen nur mit Tiptop nochmal in die Welt. Warte. Hey, it's Tiptop. Ich liebe Tiptop. Schlupp. Lass ihn doch weiter analysieren. Na klar, Willi. Ja. Das Luftkissenboot hat eine komische Physik beim Kurvenfahren. Ja, aber wir hatten das Gefühl gerade die ganze... Oh Gott, wo war die Welt? Achso, ja, genau. Mok, mok. Cyrus Albright, danke auch dir. Hello, friend. Hello. Abracadabra. Er ist der Beste. Bye-bye for now. Bye-bye for now. Jo. Das hier ist also jetzt schon wesentlich angenehmer. Wir gehen jetzt mal in dieselbe Welt, weil vielleicht liegt es auch nur an der Welt. Mal gucken. Der ist so süß, oder? Der kleine Tiptop. Zip. Schlupp. Oder liegt das daran, dass Crush schwer ist? Also, dass wir so ein schweres Krokodil spielen. Soll das normal sein bei Crunch? Crunch, nicht Crush, Entschuldigung. Ja, hier wirkt alles normal. Pass. Ja, guck mal, da fährt der Crush nämlich. Crunch. Oh Gott, bin ich gut anders. tschüss. Okay, gut. Ja, jetzt hat man natürlich eine andere Steuerung drauf. Das liegt also nicht am Spiel, sondern tatsächlich ein bisschen am Charakter. Interessant. Gut. Oh, nee, ich habe die falsche Taste. Entschuldigung. Bup. Aber dann gehen wir wieder zu Crunch. Schön Öl ins Meer gekippt. Na, die sollen ja darauf ausrutschen. Also, weißt du? Die sollen... Also, stell dir vor, du würdest Schlittschuh fahren wollen und ich würde da doch Öl und Olivenöl und Schwarzteeröl und so. Warum kein Gamepad bei so einem Spiel? Weil das Gamepad sich... Also, ich habe probiert, das einzurichten. Und es war nicht so gefügig, wie ich es gern hätte. Das Xbox... Gamepad von dem Cyberpunk-Paket. Und das war jetzt nicht so liebevoll zu mir, sag ich mal. Warum spielt er heute mit dem Krokodil? Wir haben auch schon mit Bumper, also dem süßen kleinen Dachs, gespielt. So. Aber der war nicht ganz so gut, wie ich fand. Und jetzt probieren wir Mr.
Kroko-Pause aus und spielen das Spiel mit dem Krokodil. Wir sind der Krokodok. Kennt ihr das noch? Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok. Ja, Krokodok. Nee, muff. Nee. Genau, ich will es ausprobieren. Ja. Ah, mit dem Auto geht doch gut. Oh, die Wassertropfen da oben. Ich würde gerne auf der rechten Seite starten, aber hier kriege ich auf jeden Fall das Bananchen, die drei. Nehmen wir auch noch die da. Okay, ja. Na, besser als nichts. Okay, gut. Ah, fuck. Aha, aha, aha. Erstmal die Strecke kennenlernen. Ah, ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Das ist eine ziemlich angenehme Strecke. Wenn ich jetzt nicht irgendwas groß übersehen habe. Oh, das war wieder ein gekonter Nichtschuss. Oh, das war auch. Sag mal. Das habe ich aber ganz, ganz, ganz schön gut drauf, die Sachen nicht einzusammeln. Ja, okay, ich wollte ihn eigentlich. Ja, ja, wegstoßen. Aber es hilft auch so schon. Nicht. Oh, guck mal da oben. Oh. Oh ja, hässlich. Richtig. Und da oben. Ah, es gibt eine. Oh, hier kann man mit einem Flugzeug auch noch lang auf der Strecke. Ich verstehe. Na gut, aber ginge. Das haben doch Wahnwitzige auf YouTube mit Rasiermessern anstatt Zähnen gespielt. Ich hoffe im Leben nicht, dass die das getan haben. Naja, wenn sie so dumm sind. Nein, man wünscht niemandem Schmerz, aber ich hoffe doch nicht. Thank you. Und jetzt ist unsere Schnauze auch richtig. Jetzt gehen wir ihm nicht in den Bauch- und Schrittbereich. Sehr gut. Ja, wenige Kurven passt. Ja, ja, bei solchen Strecken ist es gut. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die Strecke gegen Octodad war. Aber ich weiß noch das Geräusch, was er macht, wenn er dich überholt. Oder der hat das die ganze Zeit gemacht, nicht wahr? Dieses Ohoho! Ohoho! Oh! Das hat sich so eingebrannt. Das ist so schrecklich. Hallo! Klingt aber gut. Für die damaligen Verhältnisse ist es übertrieben gut. Und hört jetzt mal auf das Geräusch. Genau das. Oh, drängt der. Okay, das habe ich vergessen, dass er Minen legt. Ach du heilige Möhre. Ist der minenlegerig? Okay. Erstmal. Oh. Das ist wieder so eine kleine kurvenreiche Dolly Buster Strecke hier. Mal gucken. Ich gucke mir erstmal die Strecke minimal an und dann entscheide ich. Wie was händeln. Na. Okay, das habe ich nicht gesehen, aber gut. Man muss sich einfach an eine andere Hitbox gewöhnen und alles ist in Ordnung. Das sollte ja eigentlich gehen, wenn wir. Nee. Ich wollte sagen, wenn wir irgendwie. Oh, ich habe den Ballon nicht bekommen. Den haben wir getroffen? What? Okay. Warte. Alte Hoba-Boba-Schnitte! Ehrlich jetzt? Ach. Das war ja nett. Na, vielleicht, wenn ich den eingesammelt hätte, hätte ich es noch geschafft. Ah. Nein! So, da waren. Wenn ich wenigstens irgendwie diese Krokodile mit der langen Schnauze wäre, aber nein, ich bin so ein Stumpfnasenkrokodil. Ah. Das war ein Fotofinish, ja, da mussten sie nochmal nachgucken an der Zielgeraden. Ach, ärgerlich. Mist, Mist. Ja, wenn die zweite Rakete getroffen hätte, aber der hat halt in dem Moment, glaube ich, seine Sifferpool-Fähigkeit aktiviert, den Schleim. Und ist wie Eule ausgewichen.
So, nicht hinter ihm am Anfang, denn ich sammle hier dann lieber Raketgranate ein. Oh, das war nicht gut. Oh, da kann man doch ein bisschen drüber. Bumm. Die habe ich vergessen, dass die da lag. Ja, das war doof. Aber ist noch alles drin, ist noch alles dran. Hier ist Bombi. Hm, für die nächste Runde. Sonst wäre der Luftballon ja weg, ne? Kennt man ja. Nummer 1. Ich muss die Kurve besser nehmen. Ja! Und nee, nicht ganz genau hinter ihm, sondern so ist gut. So, falls du mich wieder überholen möchtest, habe ich jetzt was schon für dich im Handgepäck. Sehr schön. Siehst du, jetzt liegt hier auch kein Minchen rum. Ah, oh, so ist fein. Holen wir uns schon mal dich. Und nehmen wir auch noch dich, falls er mir zu nahe kommt. Ja, ich glaube, jetzt ist der Kuchen gegessen. Da passiert nichts mehr. Nee, der ist auch schon ganz weit hinter uns. Mit dem Hoverboard konnte man springen? Was? Oder Hovercraft, nicht Hoverboard. Konnte man? Ja! Ja, kannst du. Cool. Kann man. Nummer 1. Jetzt die Silbermünzen finden. Crunch, guck. Und die sind zum... Die sind doch zum Teil richtig blöde versteckt, nicht wahr? Oh. Und das Trophy Race ist auch noch da. Und wir haben den Schlüssel gar nicht entdeckt. Hm. Warum auch immer. Komisch. Silvercoin. Sehe ich sie jetzt schon? Warte mal. Wenn wir hier drüber schwurbeln? Nicht wirklich, ne? Ne, gut. Mist. Der Wal. Okay, da. Wenn wir in der Runde wieder rumgehen, holen wir uns vorher erstmal die Strecke. Ja, also irgendwas ist hier, aber... Wir müssen halt auch noch gewinnen. Wir müssen alles einsammeln und gewinnen. Und das ist irgendwie auf der Strecke, frag mich nicht, mit dieser Kamera sehr merkwürdig. Also bei ihm zumindest. Nur bei Captain Crunch. Okay. Das Positive ist, die Gegner fahren nicht das Gelbe vom Ei. Wir können es immer noch schaffen. Oh, ist nur ganz übel. Nein, wollte ich nicht. Gut. Ja. Probieren wir es jetzt hier mit Springen, ne? Oh la la. Oh la la. Okay, jetzt muss ich hier nur in der einen Kurve unbedingt die Münze bekommen. Was, Bumper ist vor mir? Münze. Gute Münze. Okay, jetzt wieder nur gut springen können. Wal kommt auch hoch, das ist gut. Ja, naja, fast. Mal gucken. Ich glaube, es reicht nicht. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn ich so fahre. Aber naja, er ist eine Falle rein. Juhu! Er ist eine Falle rein. Oh, lolo. Wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie gut. Hatte ich ein Glück, dass er in so eine Blubberblase reingefallen ist. Boah. This is for me. Sehr gut. Ich glaube, die nächsten Strecken... Ich glaube, das war schon die schlimmste, nicht wahr? Ach, nee. Oh, nein, die nächste... Oh. Ja. Oh, nein. Oh, Mist. Oh, Scheiße. Ist es die mit den... Ja. Okay. Okay, hinter uns haben wir eine gesehen, eben gerade in der Ecke. Das wird. Gut. Ich habe beides nicht bekommen. Weder münzerig noch speederig. Ja,
Bananen wäre besser gewesen. Oh, ich glaube, ja, links ist ein... Okay. Wir gucken. Okay, diese Runde, also diese Runden sind jetzt erstmal zum Angucken da, wo die Münzen sind, ja? Ah, guck mal. Wow. Die ist aber auch bescheiden gelegt. Ach du... Nee, dafür nehme ich einen anderen Charakter doch bitte. So viele Kurven, wie ich hier fahren muss. Ja, weil hier ist nämlich noch eine... Ja, nee. Dann nehmen wir Tipptopp. Da nehme ich Tippi-Tippi-Tipptopp, auf jeden Fall. Crunchy Kobi! Meine schöne Anni, wie geht's dir? Einen wunderschönen Tag. Ich bin wieder da. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich bin endlich wieder da. Hast ja eventuell gelesen, was bei mir war. Wie geht's dir, Crunchy, du Tolle? Wie wird das erst in Abenteuer 2 besser, weil dann kann man's. Hust, hust, hust. Ach ja, wir müssen ja wieder den Weg dahin. Hello, friend. Hello. Select your vehicle. Oh. Abracadabra. Er ist perfekt. Can I help you further? Can I help you further? Bye bye. Er ist so liebevoll. Ja, aber ich geht's wieder bei dir. Morgen kommt der erste Großvater aus der Intensivstation. Und wir sind so glücklich deswegen. Also wirklich, die gute Laune ist gerade komplett da. Deswegen habe ich auch heute nochmal den Stream angeschmissen, weil ich so gute Laune habe. Ich werde aber ungefähr in nicht mehr lange gehe ich dann auch rüber zu meiner Frau, pack mich aufs Sofa, hol dann morgen Öpi ab und mach dann die Wohnung bei ihm sauber. Und dir geht's okay? Wie ist denn dein Cosplay? Das ist doch schon super fotografiert, nehme ich an, oder? Da lang, Schnuff, Schnibbel die Schnaff. Dankeschön, meine Liebe. Dankeschön. Ja, wir drücken für den zweiten auch noch die Daumen. Ja, das tun wir. So. Mit Tipptopp sollte es jetzt besser gehen, sag ich mal. Man muss sich jetzt erstmal nur wieder ein bisschen an die etwas andere Steuerung mit ihm gewöhnen. Ist aber super angenehm mit Tipptopp. Okay, da ist noch eine Münze, alles klar. Ah, schade. An den Bananen. Konsequent vorbeigefahren. Ne, da war keine. Auf der linken Seite war eine, alles klar. Und ich wette, dass hier oben auch noch eine ist. Dass wir da hin müssen. Jupp. Hey. Ah! Schade, aber erster. Schade. Dann war hier bestimmt keine drin. Doch. Und hier noch die auf der rechten Seite nehmen wir mit. Ah, zu früh. Zu früh, viel zu früh und viel zu schräg geschossen. Dann hier auf der linken. Zwei fehlen danach noch. Oh, weia, ich gehe mal nach oben. Und? Ja, da ist eine. Das ist halt super dumm. Die sollte ich in der ersten Runde, glaube ich, nehmen. Nein, das war schlecht. Okay, jetzt müssen wir uns die letzte Runde gleich anstrengen. Jawohl. Okay, Kinders. Wir müssen gewinnen. Schade. Nein! Gib mir Mühe. Ich liebe das Kurvenverhalten wirklich von Tipptopp. Das ist Tipptopp. Nein, aber kriegen wir hin. Yes! Ach, Tipp, ich glaube, ich bleib bei Tipptopp, der ist doch top. Es ist schon fertig und auf Twitter, Insta gepostet, weil ich habe ja nur die ersten Sachen gesehen. Also das professionelle Shooting, wo du ja hingehen solltest, das ist jetzt schon fertig. Oh, wie gut, oh, wie gut. Ich muss mir die Dinger unbedingt, das ist die wunderbaren Bilder, nicht die Dinger. Du kannst meinen Mund gerne dafür hauen, muss ich mir unbedingt angucken. Weil das sah schon so gut aus, was du da aufgenommen hattest. Der Tipp ist top, quasi tipptopp. Das ist quasi mein Humor. Ich mag dich. Bleiben wir bei Tipp? Ja, ich bleib bei tipptopp. Doch, ich bleib bei tipptopp. Doch. Mhm. Der ist schon sehr gut. Okay, hinter uns. Mhm. Nehmen wir erstmal dann die. Gut.
Oh, wow, what, da drüben? Oh, das ist aber gemein. Wenn ich das vorher gewusst hätte, mal gucken. Ist auch so eng, Gang. Ist es! Ja, schön Eierschaukeln hier. Den holen wir uns danach. Hier ist gerade zu voll. Gut, dann holen wir uns dich. Hüpel. Oh Gott. Ey. Die Wassersteuerung ist auch anders gut. Weg da. Oh. Ja, was ist... Okay, mit der Kamera ist auch beim Frosch irgendwas sehr merkwürdig. Was ist denn, Alter? Absolut unschönes Erlebnis. Ja. Wenn das so hin und her zuckt... Ich weiß nicht mal, wo ich dann bin. Fuck. Nee, jetzt machen wir nochmal. Fuck. Also die Steuerung ist sehr, sehr furchtbar. Kennt ihr noch Wave Race 64? Das war der Hammer. Mit der Steuerung. Also in meiner Erinnerung. Eventuell, wenn ich das heute spielen würde, würde ich hier auch sagen, kennt ihr noch Diddy Kong Racing? Das war der Hammer. Mit seiner Steuerung. Ach Gott. Habe ich ein bisschen 100 Jahre zu spät geschossen. Ich fahre geradeaus und die Kamera macht auf einmal zock, zock, zock. Das ist doof. Das ist doof. Wave Race ist immer noch gut. Oh, das ist halt so lange her bei mir. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich weiß nur, dass ich es damals in dem Super Nintendo Magazin gelesen hatte, dass es kommt. Und ich das, schade, fantastisch fand. Was ich gesehen habe. So. Nein, nein. Ich glaube, sobald ich irgendwie von Wasser auf Boot... Ah, ich möchte meine Faust aufessen. Mein Gott, ist das ein... Warum macht das so viel Spaß? Der Pfeif. Ah! Nochmal. Ja. Gut. Nehm ich. Brauche ich. Okay, jetzt wurde ich aber auch gut angebumst. Okay, gut, 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 ja. Ja, nein, 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 Kamera. Hey. Okay, jetzt einfach nur gerade darauf zufahren. Danke. Banane, Banane. Habe ich schon wieder verkackt. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Bagel, Bagel, Bagel. Ja. Okay, aber ey, 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 dafür sammeln wir jetzt erstmal gut die Münzen ein. Danach kümmern wir uns um die Strecke. Okay. Was war denn das? Ja, das ist ja egal. Gut. Ja, spielt. Na. Wir können immer noch gewinnen. Ja. Wow. Nein, zu früh. Eine knarzige Sekunde zu früh. Okay, irgendwo eine Münze fehlt. Welche? Oh, Moment. Ich weiß, dass ich an ihr vorbeigefahren bin. Wir haben sie schon gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo sie ist. Das ist jetzt suboptimal. Warte. Am Ende ganz rechts, am Ende ganz rechts. Also nicht über den Hügel springen. Oh Gott. Nee, doch, 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 warte, warte, warte. Nein, wo? Doch, 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 da, 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 da. Juhu, hui. Hey, hey, hey. Ach, gut. Ah. 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 Links, Max, links. Nee, wenn ich links rübergesprungen wäre, hätte ich die Münze ja nicht mehr bekommen. Deswegen habe ich ja rechts, musste ich rechts mich halten. Oh. Was? Hi Max, es gibt... Hi, erstmal Frozen Force. Es gibt einen Account hier auf Twitch, der mehrere hundert Kanäle per Minute per Bot hostet und die Streams dadurch lahmlegt. Kann den Support aber nicht erreichen. Kannst du vielleicht helfen? Name des Accounts? Ist bitte... ich kann leider auch wirklich nicht mehr machen, als den Support über Twitter anzuschreiben. Und wenn du das schon getan hast, ich kann da leider nicht mehr machen. Ich kann nicht weiter rausgreifen. Also die Leute, die ich kenne, können da auch nichts machen. Die sind nur normale Staff-Member. Die können nicht einen Kanal, glaube ich, einfach so sperren. Da sind nochmal zwei Stationen über denen für verantwortlich. Aber die Münze eben lag ganz links. Ja, aber ich musste rechts lang. Darum ging's. Also ich
Ich hab's richtig gemacht. Ich hab's ja eingesammelt. Ich hab's ja eingesammelt. So. Das war eigentlich eine gute Strecke mit ohne so vielen Kurven. Da könnten wir auch als Crunch gut abräumen. Na, wir nehmen erstmal hier die Bananen. Okay, eine. Ja, vielleicht ist die Strecke zu gerade für Tiptop. Irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas hat da Max. Wow. Gut. Oh. Schade. Habe ich schlecht genommen. Die Ecke. Also die Ecke habe ich gut genommen. Aber die damit verbundene Kurve eher suboptimal. Ich glaube, wenn wir da auf der rechten... Eieiei. Auf der rechten Seite rumbuseln, gibt es eine Münze. Nicht so gut. Ja? Na, mal gucken. Wird jetzt knapp. Wird knapp. Wir haben auch nur 5 Bananen. Die haben ja am Anfang sehr viele wegschnappen können. Genau, und hier jetzt rechts, genau. Ah, schade. Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ja, okay. Gut, aber ich habe auch zum zweiten Mal die Rakete im selben Tunnel geschossen. Das sollte man dann lernen, das nicht mehr zu machen. Nee. Gut, nochmal. Den Schlüssel haben wir auch noch nicht gefunden. Nee. Danke. Ist halt so gut bei ihm erstmal, schade, Geschwindigkeit zu haben. Ja. Das ist als Tiptop schwieriger. Vielleicht jetzt hier die Ecke auch besser nehmen. Nee, warum auch? Okay. Schade. Ich habe nur schade gesagt, weil ich den grünen Boost nicht bekommen habe. Eieieiei. Oh, das ist Schmerzmittel. Eieieiei. Schnell in den Tunnel. Na, schon wieder die Kurve nicht gut bekommen. Muff. Alle Münzen. Okay, dann go for it. Leider nicht. Nein! Ich hoffe, dass ich die Kurve jetzt... Ja, okay, gut. Knapp. Es war knapp. G-Messi, es ist aber auch ein wunderschönes Spiel. Es gibt so viele schöne Klassiker, die man einfach immer noch so wunderbar zeitlos spielen kann. Also... Auch wenn sie zum Teil ein bisschen knackiger sind oder man ist einfach mittlerweile andere Sachen gewohnt. Vielleicht ist knackig da der falsche Ausdruck. Man ist ja als Spieler besser geworden. Aber man muss sich wieder an eine schlechte, ich sag mal, vermeintlich schlechte Steuerung zurückgewöhnen. Und das dann so, es macht halt dennoch geilen Spaß. Weil das kann man dem Spiel ja auch nicht vorwerfen. Oh, nehmen wir Tiptop? Na, mal gucken. Ich habe gesagt vermeintlich schlecht, Zielzim. Nicht schlecht. Vermeintlich schlecht. Genau, weniger Quality of Life, ja. Oder einfach nur Massi, nehme ich an. Einfach nur. Genau, wir haben ja kurz über Young Merlin gesprochen, habe das heute mal 2 Stunden wieder gespielt. Wusstest du, dass das Spiel von den Command & Conquer-Machern? Oh, nee, das wusste ich nicht. Keine Granaten legen. Oder keine Blubberblasen. Okay, er macht jetzt Blubberblasen anstatt Granaten und zwar überall. Ist er des Wahnsinns? Bin ich denn sehr gut und fahre da einfach rein? Ja. Okay, warum zuckt das mit Tiptop, aber mit Captain Crunch gar nicht? Fuck. Oh, das zuckt. Oh, eieiei, da zuckt mein Auge. Oh, hallo. Ich bin gerade nur geradeaus gefahren. Übel. Ja, nee, da bin ich reingefahren. Schade. Oh. Man hatte auch nicht so viele Raketen. Wir nehmen Crunch.
Dann nehmen wir Crunch. Ja, dann nehmen wir Crunch. Duke, das habe ich ja selber gesagt. A, kein Backseat Gaming. B, hören, dass ich gesagt habe, dass ich auch genau das probiert habe und es auch im letzten Race zweimal gemacht habe. Zweimal, glaube ich, wirklich nur. Es war nicht häufiger. Aber gut, man guckt auch nicht immer hin. Ja, aber kein Backseat Gaming, will ich hauptsächlich sagen, ne? Und wieder hupen. Wir nehmen Crunchy, wir nehmen Annie. Nein, wir fragen sie vorher, ob wir sie nehmen dürfen. Dafür. In der Zeitung Star Gamer of the Universe stand, dass wenn du keine Lust hast zu spielen, du einfach Mitty den Controller in die Pfoten drückst. Ist auch richtig, ja. Star Gamers of the Universe. Ist das eine gute Zeitschrift? Die klingt nach einer sehr, sehr guten Zeitschrift. Und ja, mein Mitty spielt also oft besser als ich. Ich kann den halt nicht so oft den Controller in die Hand drücken, weil das fällt... Oh, oh. Oh. Okay. Das fällt schon sehr auf. So. Hey, ich habe kurz in die Cartridge gepustet. Da war ein bisschen Staub drauf. Da lag ein bisschen, das ist normal. So ein bisschen Staubi, Staub, Staub. Das fällt. Jupp. Das fällt. Sorry. Wir sind wieder da. Hat's geleckt? Hat's bei euch geleckt oder wie? Ich habe keine Frame Drops. Ich bin bei mir noch komplett da. Zeit für den Chat? Hä? Nee, ach so, doch nicht. Oh, dann schreibt doch nicht sowas, mein Gott. Ihr macht mich komplett kirre. Oh, alles gut. Nein, it's Crunch. Und Merarches, ja. Ja, und weil es so gut ist, wollte ich es unbedingt nochmal spielen. Unbedingt. Außerdem wollte ich den kleinen Ilipili, den Bauchnabelfanten sehen. Außerdem erinnert er mich von seiner Farbe an den großen blauen Bär aus dem großen blauen Haus. Oh, so viele schöne Sachen. Hä? Oh, das habe ich aber sehr gut gemacht. Das habe ich ja fantastisch gemacht. Sorry, ich dachte, das zählt nicht als... Duke, alles in Ordnung. Ich habe eventuell ein bisschen härter Oh, was ist denn jetzt los? Das stürzt jetzt immer wieder ab. Magst du das Spiel mehr als Mario Kart 64? Ja. Ja, definitiv ja. Definitiv ja. Das liegt vielleicht auch an der gruseligen Kinderlache. Hoffentlich ist die Cartridge nicht kaputt. Na, es ist ja von der Cartridge als Sicherungskopie gezogen. Aber das ist meine alte Speicherung. Man, it's Crunch. Gibst du, du hast im laufenden Spiel das Rumble Pack rausgenommen. Würde das dann passieren quasi? Gibt es da so einen Cache, der vielleicht voll sein kann? Der sollte sich also eigentlich immer selber leeren. Aber wenn es jetzt wieder ungefähr nach derselben Zeit gleich dann einfach hängen bleibt, dann kann das höchstwahrscheinlich vielleicht wirklich daran liegen, dass der Speicher doof ist. So, jetzt in den nächsten 5 Sekunden. Warten wir. Es hatte auch davor schon Hänger, Cranky Deng. Es hatte leider davor schon Hänger. Okay, wirkt alles noch? Es wirkt. Es wirkt, oder? Es wirkt. Nee. Wo ist mein Bossraum? Da hinten. So. Jetzt geht's aber. Den schaffen wir noch. Den Oktopoden. Den kleinen frechen Frosch. Ja, aber wenn wir schon mal am Anfang... Okay, ich wollte sagen, wenn wir am Anfang eigentlich vor ihm sind, sollte uns ja nicht so viel passieren können. Gut. Das schaffen wir. Bleiben vor ihm bleiben. Und dann einfach vor ihm bleiben und gewinnen, ne? Einfach vor ihm bleiben und... What? Der wirft seine Blasen auch nach vorne, die Lustbacke.
Das ist ja eine fiese Tröte. Okay, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir sammeln einfach unsere Granatraketen ein. Wir müssen auf der Strecke nur... Ja. Hi, bye. Nee. Nicht jetzt, Kamera. Nicht jetzt. Warum macht die Kamera wieder kameramäßige Kamerasachen? Oh, ist das fies. Aber er ist hinter uns. Hätte ich einsammeln können, wollte ich aber nicht. Kamera, nein. Nein, Kamera. Gut, vielleicht beruhigt sie sich jetzt. Nein. Was macht die denn? Knickidi-knackidi. Ah, wo ist die Fackidi? Ich hol schon mal wieder Homing, genau. Aber er ist gut weit hinter uns. Wenn wir jetzt keinen riesigen Schnitzer uns erlauben, haben wir's. Dafür ist Crunch halt mega gut. Das ist richtig gut. Ja, der ist abgeschlagen. Das haben wir. Ja. Sehr schön. Jetzt sehen wir sogar seine Blubberblasen wieder. Sehen wir mal. Wieso? Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Wieso. Und da, vor Wut schäumt er. War es immer so einfach? Nee. Man weiß einfach mittlerweile, glaube ich, was man macht. Ich glaube auch so viel, Ali. Ja, aber das liegt dann an dem, Gott, wie heißt das denn? Ich benutze JBS, glaube ich, heißt es. Das Plugin, das liegt an den jeweiligen Plugins. Just one more piece of the amulet left. Sobald man vorhin kommt, ist GG mit jedem Fahrer. Auch mit Tipptopp, ja. So, wir müssen auch noch das da machen. Mal gucken. Wir probieren's. Ein bisschen Kaffee. Das wird schwierig. Will ich bei Crunch bleiben? Die eine Strecke ist so dumm. Zwei Strecken sind so dumm mit ihm. Zwei sind gut, zwei sind dumm. Ich nehme Tipptopp. Gut. Ich würde Tipptopp nehmen, ja. Wir gehen zu Tipptopp über. Bei solchen Spielen denke ich mir immer, du hattest als Kind mal krasse Reflexe und auch Ausdauer. Also, wir haben einfach solche Spiele ja auch wesentlich länger gespielt als heutzutage. Ich meine, guck dir heute an, wenn Leute irgendwie sagen, yo, ich hab das und das durchgespielt, ich hab's mir gestern gekauft, das neue Cyberpunk, also jetzt als schlechtes Beispiel, einfach nur, weil es ein aktuelles Spiel ist. Aber damals, guck mal, als Kinder saßen wir einfach auch länger dran, wir hatten mehr Geduld vielleicht. Vielleicht waren wir nicht besser, sondern einfach genügsamer mit dem, was wir hatten und mussten nicht sofort zum nächsten Spiel schon überspringen, was ja heutzutage leider Usus ist, dass man irgendwie 3 Jahre lang sich hypt auf ein Spiel, dann kommt's raus, man spielt 2 Tage, hat's durchgespielt und ab für den nächsten Hype. Das ist so ein bisschen... Und wir sind verwöhnt, ja, der freche Lehrer. Wir sind auch verwöhnt von heutigen Spielen. Aber wir haben uns an das Verwöhntsein auch gewöhnt, würde ich sagen. Und unsere Bedürfnisse werden einfach nicht mehr so krass erfüllt. Sie werden noch erfüllt, aber wie zufrieden ich früher mit Spielen war... Das habe ich heutzutage kaum noch. Leider. Also ist zumindest das, wie es mir auffällt. Kann natürlich auch sein, dass ich daneben liege. Aber so ist es bei mir auf jeden Fall. Hüpf. Liegt aber auch am Spiel. Zum Beispiel sowas wie Path of Exile oder Minecraft spiele ich seit Jahren. Es gibt immer wieder solche Perlen der Spiele, wo du dir denkst, wenn du sie spielst, wo bist du mein Leben lang gewesen, Spiel? Warum habe ich dich nicht schon vor 5 Jahren entdeckt? Wie bei mir, als ich zum ersten Mal WoW mit MOP gespielt habe, Minecraft, Path of Exile, sag schon, Factorio und Subnautica. Das waren so Spiele, wo ich mir wirklich, wo es so, wow, also jetzt der neueren Generation, sag ich mal. Und sowas ist wunderschön, wenn so ein Spiel immer mal wieder rauskommt oder wenn du so ein Spiel entdeckst. Kann ja auch ein älteres Spiel sein, wie bei mir damals WoW beispielsweise oder Minecraft dann wieder. Was ich glaube, 7, 8 Jahre lang gar nicht, nee, 6, 7 Jahre gar nicht gespielt hatte. Und dann mit euch entdeckt und knallverliebt, ey. So, gib dir Mühe, Tipptopp. Nicht, dass ich mir Mühe geben müsste, nein. Das liegt ja nicht an mir, wie wir fahren. Das liegt ja an Tipptopp, ne? Hey, tschüss, Timber. Okay. Habe ich nicht gemacht. Oh Gott!
Das war knapp, aber okay. Oh, das war schlecht. Oh, das war doppelt schlecht. Dreifach, fünffach, achtfach schlecht. Wow. Das war ein Okto-schlecht gespielter Move von mir. Nicht schlecht. Und natürlich ist Captain Crunch vorne. Die alte Bumspomade. Ja, nicht geschafft. Immer wenn ich sage, nicht nicht geschafft, meine ich damit, dass ich ich dachte, ich kann ihn davon wegziehen. Dass ich den Superboost im Boost nicht bekommen habe. Das ist dann ein grüner Strahl. Schon wieder nur lila. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kommt wieder Kameraflackern. Na geil. Ja, dafür haben wir das jetzt besser genommen. Das besser. Schlechter. Schlecht besser. Auch nur lila. Aber Crunch ist hinter uns. Uff. Knapp. Oh. Für mich ist es aktuell Genshin Impact geil. Spiel das seit 3 Monaten durchgehend. Ich liebe es so, so sehr. Und was alte Games eingeht, die Digimon-Spiele auf PlayStation? Echt? Oder das Yu-Gi-Oh! Von der PlayStation 1 kann ich immer... Das Yu-Gi-Oh! Vom Game Boy fand ich brillant. Also das fand ich wirklich brillant. Und ich weiß gar nicht warum. Ich fand's aber... Gott, war das gut. Apropos Factorio, wirst du da eigentlich jemals nochmal einen Run machen? Nein. Also nicht geplant, nein. Nein. Definitiv nicht. Für grünen Boost? Ja, ich weiß, Mertel. Ich weiß. Ich krieg's nur nicht hin. Mertel, ich weiß. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, komisch, warum kriege ich den nicht? Ich probier's, aber ich mach's nur schlecht. Das ist das Ding. Siehst du? Also siehst du, wie schlecht ich bin, will ich quasi sagen. Nein, Crunch! Und nein, Kamera! Bitte, bitte, bitte. Vielleicht 1.000, 2.000 Bananen? Ja. Nein! Ah, oh, da stoße ich immer wieder gegen. Ich kann die Bananen nicht mal einsammeln mit der Kamera. Das ist so geil. Mm. Aber dafür nehmen wir dich hier. Wow! Okay. Wow! Okay, wow, sie ist, war der gut. Scheiß die Kante! Mann, Mann, das ist eine Haarwurst. Okay. Nein! Jetzt habe ich nicht... Nein, Timber, Tomba. Plompen, Junge. Ja, ja, Zahnarzt. Ach, nein. Ach, mein Stuhl tut weh. Stirb. Fuck. Fuck. Okay, letzte Runde. Wie? Ich, was? Tipsi-Verein, nein. Ich hasse das so sehr. Das war ich. Ich habe die Hupe betätigt. Möp, möp. Ja. Und Kowalski. Ja, ja, dritter. Vierter. Fuck. Wo sind wir? Crunch. Hattest du Pokémon Rot, Blau oder Gelb? Ich hatte Blau und niemals Gelb. Gelb war doof. Mist, Mist. So, die nächsten beiden Matches müssen wir gewinnen und Crunch nicht. Das sollte doch wohl machbar sein mit Tiptop. Gut, ohne Ballon lebt sich's länger. Ich nehme ja schon mal Raketgranate. Ja. Okay, schade. Ach, schade. Gar nicht mal so gut bisher. Wow! Ich, Alter. Ah. Teutoburger Schlumpf. Aber gut, Captain Crunch ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich abgeschlagen auf der Strecke, wenn ich das bisher richtig gesehen habe. Bye, bye. Tschüss. Wow. Ich mag die Geräusche so sehr.
Boah, können die gut wieder aufholen hier. Die nehmen die Kurven hier wesentlich geschickter. Jawoll. Was? Habe ich ihn nach vorne katapultiert irgendwie? Anscheinend, ne? Krass. Der ist richtig weit nach vorne geflogen mit meiner Rakete. Aktivier es nicht. Bumper? Mach's nicht. Mach's nicht. Alter. Knackwurst, er. Grüner Boost, endlich. Da war er mal. Hat ja nur ein bisschen gedauert, ne? Auch nicht so geschickt. Aber doch, 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 doch. Das war jetzt schon besser genommen als, ich glaube, alle Male vorher. Dass er gerade nochmal von hinten kam mit einem violetten Po, da hat mir doch ein bisschen imponiert. Ich schaue dir jetzt schon ein paar Mal zu und ich muss sagen, dass mir das ziemlich gut gefällt. Ich glaube, ich bleib mal. Vielen Dankeschön, Nopileos. Vielen Dank. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache. Das war Lucky? Naja, wir waren jetzt eine Weile auf Platz 1. Also, so krass Lucky. Ich weiß nicht. Das war knapp. Quatsch, er wäre eh den weiten Weg gefahren. Nee, nee. Also da akzeptiere ich ihn Lacker definitiv nicht. Wir sind dreimal die Abkürzung gefahren. Er ist immer das Lange gefahren. Wir hätten das, glaube ich, jetzt so oder so gewonnen. Das war knapp 0,0. Der war nur einmal hinter mir. Benjo! Du! Furzmuffel! Jawohl, Timber weggehauen. Nehmen wir uns erstmal die Bananen hier außen. Ja, oder? Ja. Genau, wunderbar. Ich kann schwer reden. Aber je mehr Bananen wir haben, desto mehr Max-Speed haben wir. Also 10 ist da das Maximum auch. Aber... Warte. Wunderbar. Guck mal, da bin ich jetzt sogar vom Gas gegangen. Jetzt leider nicht. Okay, da. Vergesst immer, dass die da in der Ecke so schön ist. Und wir holen ihn langsam ein. Perfekt. Wenn wir jetzt keinen größeren, weiteren Schnitzer bauen. Oh, ich hab's nur hinter mir gehört. Das Surren. Dann haben wir auch dieses Trophy Race gewonnen. Schön. Überraschend. Aber Tiptop ist einfach top. Tiptop ist super. Und da kam noch eine schöne Homing Missile. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir hätten, glaube ich, auch so... Ja, mit großem Abstand. Ja. Weil Crunch wurde gerade letzter. Die dritte Trophy. Hey. Jetzt fehlt noch eine Welt und dann wird's schlimm. Wir spielen ja quasi erst das erste Abenteuer. Wir fahren uns sozusagen erst warm. Oh, das wird noch schlimm. Stimmt, der Schlüssel. Ich überlege erstmal vorher, wo der Schlüssel sein könnte. Verratet's mir nicht. Pirate Lagoon. Bei dem Schiff. Nach rechts beim Schiff, würde ich sagen. Das ist das Falsche, übrigens. Aber auch da können wir... Warte mal, wir haben den großen See in der Mitte. Genau das da. Und auf der linken Seite vielleicht. Wir sind immer auch nur auf der rechten Seite lang. Lass mal hier auf der linken Seite gucken. Das Gute ist, hier müssen wir jetzt nicht gewinnen. Hier können wir einfach nur einen Schlüssel suchen. Obwohl, warte mal, aber wir erinnern uns, wo der Schlüssel in der Eiswelt war. Der war außerhalb jedweder Strecke... in einer kleinen Höhle im Eis versteckt. Deswegen lassen wir hier überall so ein bisschen hinbumsen. Und außerdem klingt einfach Pirate so ein bisschen nach schatzigen Schatz. Auf der Minimap sehe ich auch nichts. Sieht aus wie ein kleiner, geschwungener Peni. Nichts sagen, nee, bitte nichts sagen. Bitte nichts sagen. Ich entdecke solche Sachen wirklich lieber einzeln alleine. Ah nee, es sah so schön aus. Das macht auch mehr Spaß, wenn man... Also, was heißt mehr Spaß? Aber man hat ein schöneres Gefühl, wenn man es alleine gefunden hat. Und das halt... Deswegen mag ich auch
zum Beispiel Diddy Kong Racing tatsächlich mehr als Mario 64, also Mario Kart? Oder generell Mario Kart? Weil du hast hier so eine Art Adventure, was du durchlebst. Und du kannst dich in den Strecken so umgucken, da ist leider nichts. Alles klar, dann raus zur Lobby, genau. Hier war es dann definitiv nicht. Dann da. Ja, hier war das Schiff. Oh. Ah. Sehr. Crash Team Racing wurde mir so häufig empfohlen in letzter Zeit, ich muss es mir mal angucken. Und ist da das Remake empfehlenswert oder das Original, das alte? Oh, warte, ich habe schon eine Vermutung. Und? Ah, oh, nee, doch nicht. Ah, schade. Meine Vermutung war blöde. Die Musik einfach. Du kannst dir diese Musik auch gefühlt nie satt hören. Ah. Oh. Wie der Frotte. Oh! Nee, schade. Sind beide super? Okay. Ich kenne nur das Alte, habe ja keine PlayStation 4, hoffe immer noch auf den PC-Port. Dann mache ich mich mal schlau. Also mal gucken, mal gucken. Also ich mag Crash sehr gerne. Aber es gibt auch einige Charaktere, die ich weniger mag bei Crash. Coco zum Beispiel. Aber Neo Cortex ist halt der geilste Typ auf der Welt. Hm. Ich hätte gewettet, wenn wir fliegen, müsste uns das sofort ins Auge fliegen, was wir suchen. Vielleicht hier zurück. Vielleicht hier außerhalb. Ne, kannst du nicht rüber? Okay. No, no, no. Ist das schön, das Spiel. Ist einfach nur gute Laune Spiel. Egal wie schwer das ist oder egal wie doof manchmal die Gegner sind oder man selber. Ist einfach nur ein gute Laune Spiel. Okay, raus. Das war's nicht. Lego Racers nie. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also wurde mir jetzt auch tatsächlich noch nie empfohlen. Hör mir auf mit der PlayStation 5. Diese scheiß Konsole schneidet mir ständig ab. Ehrlich? Scheiße. Wenn das die Next-Gen-Erfahrung sein soll, kann ich darauf verzichten. Ja, das klingt leider sehr kacke bei dir. Muppet Race Mania? What? Habe ich auch noch nie gehört. Warte mal, hier konnten wir das Hoverboard auswählen. Als Als Alternative, nope. Boings. Aber uns ist auch irgend... Ah! Guck mal, da ist es. Also da, das ist es. Das ist die geheime Höhle. Zu 100%. Garfield Race gibt's auch. Das habe ich sogar mal gesehen, ja. Da ist er. Ich habe das, hier sag schon, Hello Kitty Race Spiel im Stream gespielt. Und ich erinnere mich noch, damals hatte ich mit diesem Hello Kitty Racer meinen maximalen Viewer-Peak erreicht. Warum auch immer, aber eventuell, weil es halt so ein doch eher anderes Spiel ist, wollten das einige sehen. Hamburger Hörnchen, vielen lieben Dank. Oder das Hansehörnchen, klingt ein bisschen besser. Crash Team Racing Remake gibt es übrigens auch auf der Switch. Ja, ich würde so ein Racing-Spiel... Ich liebe die Switch, verstehe mich nicht falsch. Ich liebe die Switch, aber sie hat hin und wieder Performance-Problemchen. Also so eine Switch Pro oder so wäre, glaube ich, ganz gut. Ich mag zum Beispiel das neue Hyrule Warriors 2, dieses Ganons Verheerung oder wie das heißt. Aber das stockt hin und wieder auch. Und von Team Cherry, sag schon, Hollow Knight... ist für mich persönlich nicht spielbar auf der Switch. Einfach persönlich, es hat einen ganz leichten Ruckler, ganz leichten Delay beim Input. The Last Player Remaining. Oh, Dark... Das ist ein Battle Royale. Damit hat Diddy Kong Racing... Okay, jeder hat 8 Leben. Ach, du geile Scheiße. Okay. Gut, wir sammeln also die Zielsuchraketen und dann einfach feuern, ne? Suchen. Okay. Oh, oh. Oh, das ist natürlich noch perfekter. Nee, wir sammeln einfach das ein. Am Anfang. Wir lassen die sich mal abschießen.
und probieren uns einfach mit dem Schutzschild der guten Güte, aua, komplett zu retten. Ja, aber die schießen sich halt nicht ab. Mann, sind das Pazifisten. Okay, gut, wir schießen. Warte. Ha, wow, hatte der auch eine. Hatte der auch eine in der Hand, war. Blub. Gut. Drehen uns um. Tschüss, Didi. Jawoll! Den dummen Affen aus dem Leben gekloppt. Okay, brauchen wir einen? Ich weiche hier erstmal aus, weil mir kommen da zwei entgegen. Lieber mal weg hier. Vorsichtig, vorsichtig. Konka hat noch alle Leben voll. Was machen die denn? Knutschen die etwa heimlich? Gut. Kleine Kurvenverhältnis. Da, dich, wunderbar. Langsam habe ich das Gefühl, dass er Didi nicht so mag. Ich mochte Didi noch nie. Wenn du dir, also ich meine, gut, das ist sehr zeitintensiv, sich das bei mir anzugucken. Aber wenn du dir meine Donkey Kong Let's Plays ansiehst. Ich glaube, ich habe nie ein gutes Wort über den Affen verloren, außer dass ich ihn noch lieber gespielt habe als Donkey Kong. Weil wenn sich der Affe auf die Brust gehauen hat, habe ich das gehasst. Das war schlecht, ja. Das war schlecht. Der Sprung war krass von ihm. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, hinter uns. Oh ne, der war über uns. Hü! Ihr habt euch gegenseitig getroffen. Wunderbaro. Okay, damit ist Bumper weg. Jetzt müssen wir uns nur noch um Konka kümmern. Nehmen wir einfach euch. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Er kommt hier um die Ecke. Kommt er nicht? Nee, er war über mir. Wo bist du? Ja, noch nicht. Jetzt. Eins. Oh, der hatte auch eine. Hat der so lange gewartet, wa? Ich meine, klar, der hatte jetzt alle Zeit der Welt, die einzusammeln. Eins. Zwei. Wenn ich jetzt nicht ganz das Dolle verkacke. Schön. Also beim Donkey Kong 64 nicht alle Kongs außer... Moment, wen? Alle Kongs außer... Chunky gehasst? Lenky fand ich... Also okay, Lenky fand ich, glaube ich, war der dümmste. You won first prize. Ach nee, das ist ja... You won first prize. Lenky habe ich, glaube ich, am meisten gehasst. Und den großen, den muskulösen, den fand ich am besten, ja. Oh, Let's Plays. Ey, vielen lieben Dank. Du wundervolle Person im Speckmantel. Das sage ich sehr gerne. Sind sie gut in das Jahr gestartet? Jetzt wird es tatsächlich gut, das Jahr. Also, ja. Ja, Hyrule Warriors stockt ein bisschen. Ja, ich habe da sogar knallharte Standbilder. Ab und an 3 bis 8 FPS. Ja, ja. Die Switch ist aber wirklich so oft überfordert, man braucht sich ja nur ein Pokémon ansehen. Ich bin halt sehr... Also ich meine, wenn die Spiele gut optimiert sind, laufen die wie zuckrige Sahne. Dann sind die wirklich hier diese dicke Milch... Wie heißt denn diese zuckrige dicke Milch? Dann ist es einfach genauso geil. Guck dir Breath of the Wild an. Das ist, also, übertrieben. Ich finde das übertrieben gut optimiert, das Spiel. Hast du auf der Switch Lost Ember gespielt? Genau, Kondensmilch meine ich. Ja, ich liebe gezuckerte Kondensmilch. So geil. Hm. Lost Ember? Nee, das wollte ich im Stream mir tatsächlich angucken. Das ist doch das mit den... Die sehen aus wie Origami. Die Füchse. Das sind so Füchse mit Ecken und Kanten. War das das? Breath of the Wild spiele ich gerade sogar und ich stimme dir zu. Das ist einfach sehr gut optimiert. Und ich bin gespannt, wie sie es bei Pokémon Snap machen werden. Also wenn sie das nicht gut optimieren, dann... Oh, sie würden so viele enttäuschen. Sie würden so viele enttäuschen. Hast du es auch immer aus der Tube gegessen? Nee, wir hatten keine Kondensmilch-Tube, sondern so eine Dose. So eine Liebmilchdose. Und da hat man, also haben wir ein Loch reingestochen mit einem Büchsenöffner. Das war so ein Büchsenöffner, der hatte vorne so eine, so einen Haken. So einen sehr, sehr stabilen Haken, womit du halt ein Loch in die, so ein alter Hebelbüchsenöffner. So, genug erklärt. Und aus diesem Loch
habe ich dann früher als kleiner Junge, als Wurm, die Kondensmilch geschlürfelt. Oh, toll war das, toll. Das war toll. Nicht Bärenmarke, nee, es war richtig Kondensmilch vom Russen. Also meine Oma hat beim Russen die immer gekauft und die war... Oh, oh, Erinnerung. Ja, so halb verrostet schon das Ding. Ja, genau so ein Büchsenöffner. Ja, aus Edelstahl. Ja. Oh Mann, ich hab den so vor Augen, wenn du das so... Ja. Schrecklich, aber man hat den jahrelang benutzt. Wenn das Game Freak macht, sehe ich schwarz für Pokémon Snap. Na, sind das nicht wieder... Gott, wie heißen sie denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ah. Genau, die dickflüssige, die man eigentlich nur in den Kaffee macht. Ja. Die habe ich so liebend gerne geschlürft. Ja. So mache ich das auch, esse ich immer gerne mit Toast. Oh ja, fein, das ist schön. Ich habe immer in die Deckel meiner Flasche ein Loch gemacht. Ich kenne gar keine Flaschen oder Tuben mit Kondensmilch. Ich muss mal gucken. Klar, für die Größe von Breath of the Wild, für die Weitsicht ist das echt ein Wunder, dass es so gut läuft auf der Switch. Dennoch, finde ich, merkt man es auf dem PC per Emulator noch wenige Sekunden, was 60 FPS da ausmachen. Alleine wenn eine Bombe aus dem Modul explodiert, wird das so viel geiler, wenn die Frames nicht im 25er-Bereich sind. Vielleicht liegt es einfach nur, also ganz blöd gesagt, am Emulator, dass der das nicht optimal hinbekommt. Weil wenn du die Switch in der Docking Station hast und auf dem großen Fernseher... Ich habe kaum... Aber gut, ich krieg auch FPS-Einbrüche seltener mit. Das muss man dazu eventuell auch sagen, dass ich da so bei 22 FPS frage ich vielleicht manchmal oder Spielstock. Aber ich glaube, bis 25 FPS kriege ich kaum mit. Snap wird von Bandai Namco entwickelt. Ja, von Bamco. Das auf Bamco. Danke. Ich wollte auf Bamco kommen. Also Bandai Namco Bamco, sagt man ja. Genau. Und ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein. Oder? Oder? Weil ich meine, Bandai Namco sind für sehr, 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 sehr viele gute Titel verantwortlich. Tales of Nioh. Gut, aber Nioh wurde auch von Koei Tecmo und Team Ninja gemacht. Ist Team Ninja richtig? Ich hoffe ja. Und Bamco ist einfach, also das ist eine Hausmarke, der ich eigentlich vertraue, aber in den letzten Jahren ist ja Vertrauen in Marken eher so ein bisschen wackelig, ne? Der Dosenöffner aus rostigem Stahl mit genietetem Holzgriff. Nee, bei uns ohne Holzgriff, alles aus Metall. Alles reines Metall. Und unten mit so einer großen Öse, sag ich mal, mit so einem großen Loch, wo, glaube ich, früher eine Schraube war, die das zusammengehalten hat. So, aber jetzt speichern wir an der Stelle, weil ich gehe jetzt rüber zu meiner Fruwe, leg mich auf die Couch und schlaf bestimmt irgendwie bald ein. Und dann geht's morgen zum Öpi und oh, ich freue mich so. Oh, ich freue mich so, so sehr. Ich hoffe dann einfach, der zweite Großvater kommt dann auch bald raus und dann ist alles. Dann kann das Jahr gut weitergehen, einfach. Dann kann das Jahr bitte genauso gut weitergehen. Du kannst mir Tales of Symphonia empfehlen? Ach, aha. Ein super RPG mit einer geilen Story. Mhm. Aha. Also, eventuell weißt du es nicht, deswegen ich antworte ehrlich drauf. Ich liebe Tales of Symphonia, Tales of Phantasia, Tales of the Dawn, Tales of Cestiria, Tales of Berseria, Tales of Eternia, Tales of Vesperia habe ich schon genannt, ne? Irgendeins fehlt. Zwei fehlen. Es gibt auch noch Tales of Narakimi Dungeon oder so ähnlich, aber da weiß ich nicht, wie der originale Name lautet. Tales of Xillia, danke. Tales of Xillia hat gefehlt. Berseria habe ich erwähnt. Freut mich zu hören, dass es irgendwie wieder gut geht. Ey, so sehr, ja. So sehr. Vielen Dank für die Unterhaltung. Weiter das Beste. Mann, danke, ja. Denen geht's besser, den Ersten. Also der Erste ist der Erste. Einer der Großväter, die auf Intensivstation lagen oder jetzt gerade... Ich glaube, er liegt jetzt einfach nur woanders im Krankenhaus. Ich glaube, nicht mehr auf der Intensiv. Der ist jetzt, ja, aus der Sedation normal aufgewacht und alles ist gut. Ihm fällt das Atmen noch schwer, klar. Und deswegen, den hole ich morgen früh ab. Dann geht's nach Hause, wo er jetzt seit 2 Wochen nicht war. Und da räumen wir auf. Oder ich räume auf, weil er braucht ein bisschen Hilfe beim Aufräumen. Also er kann sich halt so gut wie gar nicht bewegen gerade. Ich mache da ein bisschen im Haushalt morgen. Und das ist aber so schön, weil mir ging es so kacke die letzten, ja, 2 Wochen damit. Also so wirklich kacke. Und ich bin...
Es ist der erste große Stein, der vom Zwei-Steine-Brett gerade fällt. Und ja, deswegen war ich heute auch, glaube ich, ein bisschen besser drauf als sonst. Hab mich ja sehr gefreut darüber, wenn ich alles verkackt habe. Es war halt schöner heute irgendwie. Ja. War wunderbar, dich wieder zu sehen. Genieß noch den Abend, genieß die Zeit morgen mit dem wunderbaren Öpi. Das mach ich, das mach ich, das mach ich. Tales Phantasia, Destiny, Eternia, Destiny 2, Tales of Symphonia, Tales of Rebirth. Symphonia musst du aber auch Dawn of the New World mit hinzurechnen. Also quasi Symphonia 2. Tales of Aha, Spiel. Aha. Na gut, ich guck mal, was das da für ein Problem ist. Ich bin ja noch da.